Die nächste Gruppe ist hier schon in den Startlöchern und auch schon ganz wild vorzutragen. Auch sie haben ein Spielprogramm, aber ein sehr besonderes, ein Spiel aus einem sehr besonderen Genre, den Simulatoren. Wer Simulatoren nicht kennt, die Idee ist, die echte Welt, den Aspekte der echten Welt darzustellen und selber auch was daraus zu lernen und auszuprobieren, wie es ist, dort Sachen zu verändern. Hier geht es um Politik und alles andere darf ich die Gruppe selber erklären. Herzlich willkommen, Parteisimulator. Hallo, wir sind Alina, Anna, Felix, Alexander, Emil und meine Wenigkeit Sydney. Wir haben an einem Tag den Parteisimulator entwickelt. Und in dieser Präsentation werden wir unsere Ideen angucken und was uns inspiriert hat. Inspiriert hat uns ein Ameisenkoloniesimulator, den bestimmt hier auch manche kennen. In diesem Ameisenkoloniesimulator muss man als Ameise den Wald erobern. So in der Art ist auch unser Spiel. Denn in unserem Spiel muss man als Politiker Bundesländer überzeugen, einen zu wählen. Wie man das macht, erfahrt ihr in der Präsentation. Ich gebe jetzt weiter an Alina, die euch die Ideen näher bringt. Ja. Wir wollten ein Spiel erstellen, was einfach verständlich ist und zudem taktische Fähigkeiten erfordert und dem Spieler quasi ein besseres Verständnis für politische Entscheidungen vermittelt. Geplant war, dass wir noch eine Moral quasi mit reinbringen, die dem Spieler alle 2 bis 3 Minuten eine Frage stellt und deren Antwort eben eine Fähigkeit beeinflusst, die den Verlauf des Spiels verändert. Eine Frage wäre zum Beispiel, ob man Strom eher durch erneuerbare oder durch fossile Energien gewinnen möchte. Wenn man dabei fossile Energien zum Beispiel wählt, hat man vielleicht mehr Wähler, die als Währung quasi gewertet werden, aber hat einen schlechteren Umweltfaktor, der dann eben andere Auswirkungen hat. Dadurch kann man auch lernen, dass man teilweise mit einer schlechteren Moral vielleicht ein besseres Ergebnis erzielt, aber negative Auswirkungen auf das Gesamtland damit erzielt. Ja, der Spieler soll dadurch vor allem auch lernen, dass auf jede Aktion noch eine Reaktion folgt. Und Anna erklärt euch jetzt alles Weitere. Genau, und zwar erkläre ich euch einmal, wie wir dabei vorgegangen sind. Also als erstes haben wir alle Ideen gesammelt, die wir irgendwie hatten, einfach gebrainstormt, was könnte man machen. Dann haben wir geguckt, was davon wirklich wichtig ist und was wir als erstes reinnehmen sollten. Denn am Anfang hat man ja meistens ganz, ganz viele Ideen und muss erstmal gucken, okay, wo fangen wir eigentlich an, was könnte ein einfacher Prototyp sein, mit dem wir erstmal anfangen können. Deswegen haben wir dann alles genommen, was wir machen müssen, was wir erstmal überhaupt umsetzen wollen, daraus eine Tabelle erstellt, was ist jetzt wirklich wichtig, was sind Must-Haves, was sind Should-Haves, eher Could und so weiter, haben das dann aufgeteilt. Eigentlich war der Plan 3 Programmierer, 3 Grafikleute, alles ein super Plan. Jedoch... Ja... Also am Anfang war die Idee, dass wir 3 Programmierer und 3 Designer haben. Danach kam aber diese Chromebooks. Ja, wir haben zwei unserer Programmierer hatten Chromebooks als Leihlaptops und wir haben 8 Stunden daran gesessen, Unity darauf zu laufen zu bekommen. Hat nicht funktioniert. Also hatten wir am Ende einen Designer, der zum Programmierer werden musste. Und dann hatten wir 2 Programmierer und 2 Designer. Die 2 Leute, die halt nicht programmieren konnten, saßen halt dann als Orga oder als helfende Hand bei den Designer, damit halt was fertig wird. Das Git hat übrigens auch nicht funktioniert. Wir haben uns verschiedenen Softwares bedient. Für die Grafiken haben wir Piskel und A-Sprite verwendet. Piskel haben wir für diese Pixel-Grafiken, die wir auch schon die ganze Zeit so schön am rechten Rand der Präsentation hatten, genutzt. Und mit A-Sprite haben wir die Karte erstellt, beziehungsweise Felix hat das gemacht. Die werdet ihr dann auch gleich noch sehen. Die Game Engine, für die wir uns entschieden hatten, ist Unity, weil schon viele von uns Erfahrung damit hatten und wir deshalb schnell starten konnten. Und als Code-Editor hatten wir Visual Studio Code und eben Git, um
auf mehreren Geräten gleichzeitig arbeiten zu können und trotzdem überall am Ende das gleiche Ergebnis zu haben. So, jetzt kommen wir zu unserem Endprodukt. Wunderschön, wie man sieht. Als erstes haben wir hier eine Charakterauswahl, wo man wunderschöne Alpakas auswählen kann, die man selbst spielen kann. Welches nehmen wir? Hut wurde überstimmt. Hut. So. Hessen. Okay, wir wandern jetzt in Hessen ein. Also wie man sieht, haben wir ein System, mit dem man Wahlhelfer verschicken kann. Und wenn man 10 Wahlhelfer in ein Bundesland schickt, hat man das Bundesland überzeugt von seinen politischen Machenschaften. Und das Spiel endet halt nach 10 Minuten und dann sollte man halt Deutschland erobert haben. Deutschland weg, Polen soll nach Baden-Württemberg reichen. Unser PR-Team wird langsam sauer. Ich sollte aufhören zu reden. Und das war unser Spiel. Vielen Dank.